Mein Name ist, wie es der Stefan Aeschli mal gesagt hat, Emanuel Ammann. Ich möchte Ihnen gerne mal noch Neuigkeiten im WIMPLUS aufzeigen. Ich habe auch hier wieder eine kurze Agenda. Das heisst, wir haben unter anderem eine neue Navigationskarte implementiert. Wir haben Schnitt- und Darstellungsoptionen, die man anpassen kann. Plus haben wir jetzt auch die direkten Dokumentanbindungen. Es ist so, ich werde Ihnen ganz am besten gerade direkt innerhalb von WIMPLUS aufzeigen, was es gibt. Das heisst, wenn ich Ihnen ein Projekt eingegangen, jetzt in dem Fall in das Schulhausprojekt. Ist sicher ganz ein wichtiger Aspekt, dass wenn Sie an einer Koordinationssitzung sind oder auch sonst mit, muss ich vorstellen, mit einer Bauherrschaft an einem Tisch sind und Sie anhand von Modellen gewisse Entscheidungen treffen wollen, ist sicher sehr wichtig, wie Sie sich können, orientieren können. Sprich, Navigationsmöglichkeiten sollten weit über das hinausgehen, dass Sie einfach nur um ein Modell herumfliegen können. Jetzt in dieser Situation hat man sich entschieden, dass man, obwohl es auch, halt, wie schon gesagt worden ist, eine Web-Applikation ist, dass man eine Minimap integriert. Also das heisst, ich kann aufgrund der Modelldaten mir eine Karte generieren lassen. Das sieht man hier mit meiner Position. Das sieht man mit dem Sichtkegel, der gelb dargestellt ist. Und kann aber auch sagen, auf welcher Höhe dass ich mich befinde. Das heisst, ich kann relativ schnell einfach switchen. Das heisst, ich kann Modell-Seitenansicht und kann sagen, okay, ich möchte zum Beispiel in das Geschoss. Entsprechend habe ich eine schnell generierte Sicht auf den Grundriss von dem Geschoss. Würde heißen, dass ich da per Doppelklick innerhalb von dieser Karte mich direkt verorten kann. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Situation, vielleicht wichtig ist zu sehen, wie sich zum Beispiel ein Schacht verhält oder eine Leitung durch eine Wand durchgeht, habe ich da jederzeit die Möglichkeit, halt entsprechende Sicht mir anzeigen zu lassen. Kann aber auch jederzeit wieder raus. Und das ist ein sehr grosser oder wichtiger Vorteil. Auch da, wenn ich müsste zum Beispiel die Möglichkeit haben, in dieser Turnhalle mich zu bewegen, kann ich relativ schnell mich auch wieder verorten, wäre da jetzt auf einmal dieser Halle und hätte die gesamtheitliche Sicht. Eine weitere Neuigkeit ist, dass man die Schnittfunktionen extrem erweitert hat. Das heisst, ich habe nicht nur die Möglichkeit, auf die X, Y und Z-Richtung mir einen Schnitt zu generieren. Ich habe die Möglichkeit, mir den Schnitt, und man sieht es hier eigentlich schon relativ gut, in einer gefüllten Darstellung anzeigen zu lassen. Das war ein Wunsch von vielen Kunden und das ist sehr ein wichtiger Aspekt. Auf diesem einfachen Grund, dass wenn die Flächen nicht gefüllt sind, hat man manchmal sehr Schwierigkeiten zu verstehen, wie sich zum Beispiel ein Detail auf so einem Plan verhält. Ich habe hier unter anderem gleich noch die Möglichkeit, einen freien Schnitt zu definieren. Also das heisst, wenn ich hier ansetze auf der Seite, habe ich entweder einen Vertikalschnitt oder jetzt in dieser Situation einen Horizontalschnitt. Wenn ich jetzt aber hier einen Vertikalschnitt machen würde und mich durch das Bauteil würde durchbewegen oder durch das Projekt, entsprechend wird mir der genaue Schnitt aufgezeigt. Was da sicher auch eine ganz wichtige Funktion ist, das ist innerhalb der Optionen. Da habe ich die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, dass ich auf der geschlossene Fläche möchte haben. Ich möchte zum Beispiel aufgrund der Farbgebung eine geschlossene Fläche haben. Auch das ist sicher ein grosser Vorteil, weil man muss sich vorstellen, man sollte vielleicht gerade, wenn man auf der Baustelle unterwegs ist oder auch sonst eine Projektbesprechung hat, vielleicht gerade erkennen aufgrund der Farbgebung, um welche Materialität es sich handelt. Das heisst, ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich möchte die Kanten ein bisschen schlanker darstellen, will das entsprechend speichern. Und wie Sie es jetzt gesehen haben, wird entsprechend gerade ein neuer Schnitt generiert. Und das mit der richtigen Farbgebung. Jetzt ist es so, dass gerade in einem BIM-Entwicklungsplan im Normalfall aufgrund der Farbgebung eine Materialität erkennbar ist. Also es macht durchaus Sinn, dass man entsprechend sich dann auch die Darstellung in dieser Farbe anzeigen lässt. Das heisst, ich kann jetzt auch jederzeit den Schnitt verorten. Ich kann mich da durchbewegen. Entsprechend habe ich eine viel klarere Sicht auf entsprechendes Detail, wie zum Beispiel den Dachrandabschluss verhalten und so weiter. Neben dieser Schnittfunktion ist es auch möglich, ich kann das mal ganz schnell zurücksetzen, dass ich nicht nur einen Einzelschnitt habe, ich kann auch einen Segmentschnitt machen. Das heisst, der Segmentschnitt verhält sich ähnlich wie ein Kuchenstück. Ich kann sogar noch sagen, dass ich oft entsprechend so einen Segmentschnitt über eine gewisse oder eine definierte Breite möchte haben, weil ich zum Beispiel einen Raster möchte aufnehmen. Das würde jetzt in dieser Situation heißen, dass ich sage, okay, ich möchte zum Beispiel einen Schnitt von 15 Meter Breite. Entsprechend wird er um 15 Meter verbreitert und kann den beliebig positionieren, wie ich das will.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch da in dieser Situation, dass ich die Möglichkeit habe, mir einen Würfelschnitt zu generieren. Das ist sehr mächtig, das heisst, ich habe einen allseitigen Schnitt auf einen Schlag. Und da auch wieder in dieser Situation mit einer gefüllten Darstellung. Das ist von Vorteil aus einem einfachen Grund, dass man sich vorstellen muss, dass man langfristig aus Modellen entsprechend Detail ziehen kann. Das heisst, ich habe hier mit einer weiteren Option, man nennt sie Folienshow, habe ich da die Möglichkeit, Folien abzusetzen. Das würde heissen, okay, ich möchte hier ein Detail hinterlegen und würde hier eine neue Folie generieren. Das heisst, ich habe jederzeit Sicht auf genau das Detail, weil ich es hier definiert habe. Ein weiterer Aspekt wäre, dass ich auch die Möglichkeit habe, und das ist eine weitere neue Funktionalität, Maß zu setzen. Das heisst, ich habe nicht nur die einzelnen Schnittfunktionen, ich kann hier Maß setzen. Sprich, das Maß über alle Richtungen, in X, Y und Z-Richtung, ein direktes Vertikalmaß, also egal, wo ich anklicke, wird mir gerade direkt das Vertikalmaß angezeigt. Oder ein Winkelmaß habe ich zur Verfügung und ganz neu jetzt einen lokalen Punkt. Das ist eine sehr wichtige Neuerung, aus einem einfachen Grund. Das bedeutet, dass ich jederzeit von jedem Punkt mir eine Höhe abgreifen kann oder halt den effektiven Punkt von einem Element. Sprich, jetzt in dieser Situation, wenn ich hier auf den lokalen Punkt gehe, kann ich da draufklicke, entsprechend wird mir der Z-Wert angezeigt. Wenn ich auf kalibrierten Punkt gehe, habe ich hier die Möglichkeit, das abzusetzen und entsprechend wird mir ein Z-Wert mit einer Meereshöhe angegeben. Und das aus einem einfachen Grund, weil ich in den Projekteinstellungen ein Offset definiert habe in Z-Richtung. Also ich habe definiert, was 0 sein soll. Was da noch nett ist, man hat da noch zusätzlich neben diesen Punkten, hat man auch noch die Möglichkeit, die Folie anzuklicken. Entsprechend wird ein bisschen neuer herauskristallisiert, wo sich das Maß zum Beispiel befindet in Bezug zum Rest des Objekts. Also der Rest wird ausblendet und das, was für mich relevant ist, sehe ich da, dann kann ich da entsprechend sichten. Und da habe ich wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte da weitere Folien, entsprechend sind da die Maße drin. Also wir sind schon relativ nahe an einem eigentlichen Detailplan. Eine weitere Neuerung innerhalb von BIM Plus ist das Dokumentenmanagement. Das heisst, ich habe im Dokumentenmanagement, wie Sie es vielleicht schon im ersten Teil gesehen haben, nicht nur die Möglichkeit, eigene Ordner zu erstellen. Ich habe entsprechend auch die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Dokumenten zu hinterlegen. Wie gesagt, das können Fotos sein, das können PDFs sein, das kann sein, was es will. Entsprechend kann ich sie aber auch abgreifen. Was da ganz wichtig ist, ich habe da aber auch gerade die Möglichkeit, eine Freigabe zu steuern. Das heisst, ich habe auf einem bestimmten Ordner, jetzt in dem Fall Grundriss, kann ich auch an einem Projektmitglied das Recht vergeben. Also ich kann sagen, okay, du solltest die Dokumente sehen oder aber auch bearbeiten können. Das ist sehr ein wichtiger Punkt, weil es gibt in einem Projekt immer die Situation, dass vielleicht gewisse Dokumente einfach auch auf gewisse Personen gedacht sind. Dann ist es aber so, dass die Dokumente, die da aufgeladen werden, die können auch verknüpft werden mit Elementen. Das heisst, wenn ich ins Projekt reingehe, kann ich beim Erstellen von einem BCF auch jetzt neu nicht nur auf das beliebige Dokument aufladen. Das hat man früher einfach können, also das heisst, man hat das Element können selektieren und dann entsprechend können aufladen. Jetzt geht es so weit, dass ich entsprechend auf den Stock, den ich jetzt pflege, entsprechend jetzt dem Element würde ich wollen hinzufügen, den kann ich aus dem Projektstock herausgreifen und müsste nicht aus einer lokalen Datei das Ganze verknüpfen. Das würde jetzt in dieser Situation bedeuten, auch wenn ich wieder ein BCF generieren würde, also ein Task generieren würde, dann habe ich neben dieser Möglichkeit, wie man es hier sieht mit dem Anhang, habe ich jetzt direkten Zugriff auf Links oder auf Dokumente innerhalb der Plattform. Sprich, es wird mir jetzt über Dokumente hinzufügen, wird mir meine Dokumentenstruktur, wenn ich sie erschaffen habe, entsprechend angezeigt. Also das heisst, ich sehe jetzt auf einmal die Grundrisse, die ich hier hinterlegt habe und aber auch die Struktur, die ich erschaffen habe, mit den jeweiligen Rechten. Das heisst, ich kann jetzt in dieser Situation sagen, okay, ich würde gerne den Grundriss dem anhängen. Entsprechend ist aber auch über die Versionierung stetig gewährleistet, dass auch immer das aktuellste Modell oder die aktuellste Datei vorhanden wäre. Das heisst, ich könnte jederzeit, wenn es gerade darum geht, auf der Baustelle zu gewährleisten, dass ich das aktuelle File habe, hätte ich das durch das gewährleistet. Und könnte da entsprechend das Dokument hinzufügen. Entweder eins oder gerade mehrere. Gut, herzlichen Dank. Ich hoffe, Ihnen gefallen die Neuerungen. Sie wissen, das ist eine Plattform. Entsprechend kommen laufend immer mehr Neuerungen.
Herzlichen Dank.